Hallo Pokéfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der blauen Edition in Nuzlocke-Variante. Im letzten Part haben wir ganz katastrophal gegen Arenaleiterin Misty gekämpft. Und ja, wer das nicht gesehen hat, der sollte das sehen. Ich mag darüber nicht reden. Das ist mir zu viel. So, hier ist richtig randaliert. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Nein. Der ist so unschuldig. Ach, dass er da auf der Brust. Ach komm, da sehen wir mal drüber hinweg. Zack. Das geht ja heute ganz flink alles. Ja, also ich habe ein zweites Spiel vor zu Let's Playen. Wollte ich noch im Voraus schon mal sagen. Ist aber leider auf Englisch. Dann will ich gucken, ob ich mit meinen Englischkenntnissen kompatibel bin mit diesem Spiel. Das bis zum Ende durchzuhämmern, weil ich die Reihe sehr schön finde. Ich werde nicht verraten, um was es geht, um welches Projekt. Ich werde vielleicht erstmal ein bisschen vorproduzieren, ehe da irgendwas hochgeladen wird, um zu gucken, wie das so läuft. So, wir haben jetzt den Biss erlernt. Kurzes Basiswissen, Biss war früher eine Normalattacke. Ist halt so. Das heißt, es war physisch. Dann war es seit Gen 3 speziell. Und dann seit Gen 4 wieder physisch. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal wieder speziell. Oder war es schon in Gen 2 speziell? Ich glaube aber nicht. Ich gebe dir die gestohlene TM zurück. TM 28 ist in Feuerrot und Blattgrün Schaufler. Was bist du hier? Ah, auch Schaufler. Ah, wir können jetzt natürlich Radikal mal mit der TM voll pumpen, weil unser gutes Boden-Pokémon hatten wir letzten Part katastrophal in den Ofen geschoben und angezündet. So, Radikal hat den Schaufler. Damit sind wir doch ganz gut gewappnet für Orden Nummer 3, der in Folge kommen wird. Also da habe ich richtig Respekt vor. Das wird nochmal eine Ebene schlimmer. Was ist denn hier für ein ellenlanger Weg? Ach so, ja, ja, ja. Moment mal. KT. Ja, 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 nein, nein, warte, 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 jetzt, ah, ich bin da immer nie klargekommen mit diesem Ding. Runde 5. Ne, hier waren wir doch noch nicht. Und ich will ja einfach weglaufen. Das ist doch, das schreit doch nach einem neuen Encounter. Etwas Hoffnung, Licht im Dunkel. Anna, komm. Ja, hier gab es in Feuer und Blattgrün Mauzi, was es hier gibt, weiß ich nicht. Ja, es kann auch sein, dass wieder Nino rankommt. Das Trainieren würde wieder so kacke werden. Ich habe extra den Mondstein rausgeballert. Ich Vollhorst. Ich wollte schon sagen, kommt jetzt gar keiner mehr. Knovenzer! Yes! Knovenzer ist der Encounter. Das können wir uns fangen. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Super cool. Ich traue mich schon kaum, das zu tackeln. Hoi. Oh, jetzt kommt der Wickel. Jetzt sind wir richtig wieder am Sack. Ja, einmal am Wickel, da kann man sich ja nicht mehr bewegen in den alten Generationen. Ist eine beliebte Staller-Taktik. Oder auch Schnapper. Ich glaube, Schnapper gab es ja auch schon mit Austoss. Ja, sehr fies. So, wir haben uns Knofenza geangelt. Und Gott, ist denn die Kopfhörer laut. Also, da wird man wahnsinnig bei. Das ist eigentlich schon leichte Vergewaltigung, wenn er sein ganzes in deinem Kopf macht. So, jetzt haben wir wenigstens einen Knofenzer. Jetzt können wir beruhigt in die nächste Stadt gehen. Hier kommen wir noch nicht durch. Das sage ich euch gleich im Voraus. Denn wir müssen hier lang. So. Ich bin müde. So, wir laufen hier jetzt diesen ellenlangen Weg lang. Warum es den auch immer geben sollte. Also hätten sie auch einfach irgendeinen Typen vor die Arena stellen können in Safronia City.
bei da dazwischen. So, wir sind jetzt hier unten. Ah, ich komme schon wieder nicht klar. So, Route 6. Also wieder eine neue Route. Ja. Und dann geht's nach Orania City. Also haben wir noch einen Encounter. Den können wir gleich nutzen. Ist doch eh nur Quatsch hier drin im Gebüsch. Die Level sind fein gut. Die Level sind gut. Ach ja. Die Level sind gut. Na wenigstens was. Ach Gott, ach Gott. Ja, hier war, glaube ich, irgendein Item versteckt. Ein unsichtbares, aber keine Ahnung, wo das jetzt war. Weiß ich nicht. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Schön für dich. Jetzt wirst du vernichtet. Jetzt muss ich meinen Frust rauslassen. Los, Panzer. Auf geht's. Ins Gefecht. Aquaknarre. Ja, also das war jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, aber wir haben immer noch gute Chancen, ein schönes Team aufzubauen. Jetzt haben wir immerhin Zuwachs gekriegt, wenigstens von einem Pokémon, wenigstens war das kein Volltreffer. Das hätte mich mehr interessiert bei dem Knovenza als bei dem Taubsee. Ich glaube, Mew müsste auch Fliegen erlernen können, oder? Wir haben das ja jetzt extra im Team drin als Sklaven. Naja, mal gucken. Mal gucken, ob das fliegen kann. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Kann Mew fliegen erlernen in der Generation? Eigentlich kann es ja jeder TM und VM. Ich weiß auch nicht, ob fliegen oder was nur jeder TM. Ein Surfer kann es. Zertrümmerer muss es auch kennen. Stärke bestimmt. Bei Cascade und Surfer bin ich mir nicht ganz einig. So, er ist jetzt Shiggy im Kampf. Hier sah früher aus. Ich bin mutig. Ah gut, jetzt kommt die Aquaknarre. Und es ist ganz schön knapp. So, aber wir haben Tränke. Haben wir doch, oder? Ja, Gott sei Dank. Nichts Falsches machen. Nicht jemand Falschen heilen. Jetzt kommt der Blubber, der ist natürlich nochmal ein Stück schwächer. Ich glaube aber nicht, dass er irgendeine Attacke hat, die mehr Schaden macht. Wir könnten jetzt Ewigkeiten Wickel einsetzen. Oh, Tackle. Doch nochmal gefährlich. Ja, der Rangenhieb macht guten Schaden, aber... Ach, es hat doch alles keinen Sinn. Es hat doch alles keinen Sinn. Jetzt muss ich hier wieder Ewigkeiten leveln. Damit ich dann einen dummen Zug mache bei irgendeinem Arenaleiter. Mit Major Bob habe ich super Chancen. Der ist nämlich auch ziemlich hart eigentlich, so meines Erachtens nach. Ja, dann hau ich die wieder alle in die Pfanne, meine Pokémon. Ist doch schön, ist doch geil. So, hier, die haben ihr Privatleben da und heulen rum, so wie die Kiddies halt sind. So. Ja, das waren Zeiten. Mit den alten Generationen. Oh. Zack. Ich weiß ja, Rot und Blau war ja noch in Schwarz-Weiß, soweit ich weiß. Und Pokémon Gelb war ja bunt. Bunt her. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nicht gelesen, macht aber nichts. Zack, Aquaknarre. Ha! Geil! Wahnsinn. Da hat er echt den Ruckzucki benutzt. Es ist ja furchtbar. Furchtbar ist das. Furchtbar. Ich hasse es zu verlieren, ja. Auch in deinem Privatleben. Ah, hier ist der Spinner. Schicket mir Knovenza nach vorne. Was habet ihr für Pokémon, edler Knabe? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ich bin der beste Trainer. Bereit zu gewinnen. So, Erzmetbo nach wie vor. Auf Level 20. Ja, richtig heftig. Es ist immer übel brutal. So, was machen wir? Ich bin am überlegen, ob Radikal oder Kadabra. Ich nehme Radikal. Das bringt in Feuerrot und Blattgrün urste Erfahrungspunkte. Habe ich geliebt zum Leveln. Dieses Smetbo da immer zu killen.
Es war das Geilste überhaupt. Es hat fast 1000 Erfahrungspunkte. Oder? Das war richtig viel. Alter, was ist denn hier los, Mann? Ich hab dir gerade Schaufelarbeit gebracht. Jetzt straucheln wir hier auch noch. Wir straucheln. Was soll ich jetzt machen? Da kommt Kalabra. Müsste die Konfusion wegstecken. Das macht auf jeden Fall... Um Gottes Willen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mückenschiss. 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 Ja, gut. Das nehmen wir mal hin wie ein Mann. 3 Runden Schlaf haben wir jetzt schon. Ich glaube, wir schaffen 5. 4. Na, weil das Spiel mich liebt. Nee, 4. 4 haben wir geschafft. Jetzt kommt gleich wieder ein Schlafpuder. Dann muss ich aber speeden hier. Sonst halte ich das nicht aus. Ja, ja. So, seht es euch an. Ja, das mit dem Schlafen ist so eine Sache. Ich glaube aber, der hatte keinen Schlafpuder gehabt in Feuerrunde und Blattgrün. Ja, aber... Ach, 600 waren es. 600 oder 700 Erfahrungspunkte. Der hatte nämlich dann, glaube ich, die Stachelsporen dafür bekommen. Soweit ich weiß. Ich kann mich nicht an Schlafpuder erinnern. Ich kann mich auch irren. Keine Ahnung. Das ist mir scheißegal. Das ist mir so richtig scheißegal. So, jetzt haben wir natürlich hier eine Vergiftung. Da müssen wir richtig aufpassen. Weil besiegt ist besiegt. Wisst ihr ja. Jetzt hören wir mal erstmal mit Kadabra durch. Hilfe. Ja, da haben wir ja trotzdem eine ganze Route geschafft, also irgendwie... Manchmal gehen Let's Plays so schleppend langsam voran, da denkt man, man hat nichts geschafft. Aber dann geht es auch manchmal so schnell voran, dass man denkt, man fliegt. Und da in Blau und Rot noch nicht so übel viele Storys mit hin und her latschen waren, kommen wir hier ganz zügig durch, würde ich sagen. So, jetzt kommt der Spinner noch dran. Ja... Ja. Erzähl das deiner Nachbarin da. Pfadfinder. Verkauf mir ein paar Kekse, du Affe. Mach dich nützlich, nicht hier mit dem Habitat. Obwohl, es kann auch gefährlich werden, wenn wir kein OHKO schaffen. Jedes physische Pokémon ist da sehr gefährlich für Kadabra. Ich freue mich schon, wenn der mal so richtig auf den Sack kriegt, weil dann haben wir so richtig verloren. So, Radikal hat nur 18 KP. Panzer ist paralysiert. Ist das eine super Voraussetzung, oder? Mio kann ich nicht einsetzen. Ist so super Sache. Ja, ich müsste erstmal. Oh, haben wir jetzt keinen Paraheiler? Oh. Gott hasst uns. Gott sei Dank. Macht das null Schaden. Gott sei Dank macht das so viel Schaden. Jetzt wird es nochmal ganz spannend. Jetzt kriegen wir noch 2-mal Paralyse rein. Nee, doch nicht. Gott sei Dank. Wir haben die Route überlebt, Leute. Freunde von heute. Wir haben die Route überlebt. Ist ja irgendwie meine erste Nuzlocke, wo ich weiterkomme als bis zur ersten Arena. Das lag aber daran, dass die erste Nuzlocke, die ich gespielt habe, eine Randomizer-Nuzlocke war. Und da war alles gerandomized. Die Attacken hatten andere Typen. Die Pokémon hatten andere Typen, die Effektivitäten waren anders. Das volle Programm. Das volle Programm. Dann war ich vom Typen Stahl und habe eine Giftattacke abbekommen, die sehr effektiv war. Ja, und so ist die Nuzlocke geendet. So, ja, ihr seht es hier, 7 Stunden, das ist halt, das Leveln dauert manchmal so seine Zeit. Aber ich würde sagen, wir beenden erstmal den Part und sehen uns hier in Orania City wieder. Ja, die Stadt an der Küste. Ich mag Küsten sehr. Und dann werden wir als nächstes einen Abstecher zur MSN machen. Also Leute, bis dahin. Bleibt am Ball. Und bis dann. Euer Brutzler. Woo!